Hi, mein Name ist Ron Fletter und ich komme aus dem schönen Halle Saale, bin Musikproduzent und DJ. Also ein Label gründen war in dem Sinne nicht so kompliziert, wenn man die Idee hat und das umsetzen möchte und halt den Antrieb hat, dann funktioniert das schnell. Man braucht auf jeden Fall einen Vertrieb, um das halt zu managen. Und die Kontakte müssen halt alle her. Ich hatte mir damals gedacht, so, ich will meinen eigenen Sound verwirklichen, will mir nicht reinreden lassen und ich will meins machen. Nur meins, meine Musik, ohne irgendwelche Kompromisse. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Ja, der Name Pour La Vie. Ich habe damals eine kurze Zeit in Frankreich gelebt. Damals hatte ich das breitgetreten, dass ich ein neues Label machen möchte oder ein eigenes Label. Und da war die Namensfindung und wir hatten einen Chat gehabt und da ging das die ganze Zeit hin und her. Und dann kam dann einfach ja, Pour La Vie, für das Leben. Und ich dachte mir so, das ist es. Also grundsätzlich ist der Stil von dem Label, was man ja immer da hört, wirklich sehr melodisch. Und das war ja auch damals die Absicht, dass ich meine Sachen sozusagen dort veröffentlichen kann. Hatte dann Remixer wie Rodriguez Junior und. Also zu Dictus bin ich gekommen, weil mein vorheriger Vertrieb hat mir damals der Oscar angeboten, dass ich doch mein Label bei ihm machen kann und er regelt das mit dem Vertrieb. Und das hat auch eine ganze Zeit ganz gut geklappt, bis ich aber den Kontakt selber haben wollte und gesagt habe, wir müssen das umstellen. Umstellung war echt komplex, wenn du schon viele Releases hattest, aber mit der Hilfe halt von Dictus hat es halt echt gut geklappt. Und das muss ich wirklich sagen, so egal welche Frage ich hatte, ob es telefonisch war oder per E-Mail, wurde immer sofort beantwortet und das war mir super wichtig. Ja, dann war es mir halt wichtig, dass halt viel geholfen wurde bei Playlisten oder sonst was, dass halt im Endeffekt jedes Mal, wenn ich eine Frage hatte zu einer Playlist oder wenn ich zum Beispiel irgendwas managen muss mit dem Label irgendwie, dass der Vertrieb jedes Mal da war für mich. Und das ist halt wie so ein Zuhause, dass du jedes Mal jemanden hast irgendwie und nicht alleine bist. Und das ist halt ein schönes Gefühl. Ja. Ein eigenes Label ist halt eine Chance. Ist halt wirklich eine Chance für jemanden persönlich, der halt zum Beispiel für seine Tracks kein Zuhause findet. Und es gibt immer eine Nische irgendwo, wo jemand reinpasst. Und mit seinem eigenen Label hat man die Möglichkeit. Man hat halt, man muss sich halt nicht begrenzen, kein gar nichts. Man kann es halt einfach probieren. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt einfach nicht. Das ist kein großer Verlust irgendwie. Aber aufgeben ist halt natürlich nie eine Option. Ich kann nur den Vertrieb empfehlen. Also wenn ich noch kein Label hätte, würde ich es auf jeden Fall machen. Weil ich kenne so viele Leute, die ein Label gegründet haben und dann auf einmal erstmal eine Plattform hatten. Und auf einmal überall am Radar aufgetaucht sind, auf einmal da gespielt haben. Weil die hätten auch sonst, wahrscheinlich wären die so untergegangen oder es hätte sich nie jemand für die Musik interessiert. Also es kam jetzt gerade erst ein Release raus in Kanada auf U+1. Und jetzt kommen noch ein paar Releases, zu denen kann ich leider noch nichts sagen, weil das ist noch nicht zu 100% fest. Und viele Leute kennen das ja, man verschickt Demos und man muss warten. Man muss halt Geduld haben und Geduld ist halt wirklich das Ding. In der Pipeline habe ich genügend. Das Jahr wird gespickt sein noch mit mehr als genug Releases. Also bin ich super zuversichtlich.